Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piepfein, Grafikerin und Illustratorin und vielleicht erinnert ihr euch an eines meiner älteren Videos, in dem ich mit Kaffee gemalt habe. Da habe ich geschaut, ob und wie das funktioniert. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, nicht schlimm, ich verlinke euch das am Ende dieses Videos. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir überlegt, womit könnte ich denn noch malen? Da liegt der Rotwein doch sehr nahe. Also werde ich heute für euch testen, wie und ob wir mit Rotwein malen können. Wir sehen uns am Ende des Videos nochmal und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und sag, los geht's! Dieses Mal wusste ich so gar nicht, was ich zeichnen möchte. Also mir war schon klar, dass ich nichts Klischeebehaftetes malen möchte, wie ein Glas Rotwein oder jemanden, der ein Glas Rotwein trinkt. Mir war aber schon klar, dass es ein Porträt werden soll. Eben nur nicht, was darin passieren soll, ob was großartig passieren soll, welcher Stil das wird. Und so habe ich mir einfach mal ein paar Blätter geschnappt und gedankenfrei losgeziert und das empfehle ich euch auch. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr malen sollt, schnappt euch trotzdem Stift und Papier und lasst euren Gedanken freien Lauf, denn mit jedem Strich, den wir hier machen, verbessern wir unsere Skills, finden unseren Stil und kommen letzten Endes dann vielleicht doch zum schönen Bild. Ich habe mich dann entschieden, eine junge Frau zu malen, die Gedanken verloren und vielleicht etwas melancholisch vor sich hin starrt oder träumt. Denn mit dem Wein werde ich nur in einer Farbe arbeiten und ich denke, das passt ganz gut zu ihrer Stimmung. Die Skizze habe ich dann nochmal mit einem roten Stift auf Aquarellpapier übertragen. Rot, weil ich dachte, das passt ganz gut zum Rotwein. Ich bin hier die Zukunfts-Voice-Over Sandra und weiß aktuell mehr als ihr. Aber wir schauen uns das gemeinsam an. Den Rotwein habe ich übrigens sehr stark einkochen lassen. Also ich habe den auf ein Drittel, um zwei Drittel reduziert ungefähr, damit der Farbauftrag vom Rotwein intensiver wird. Und bevor ich loslege, habe ich den Rotwein mal geswatcht und mit unterschiedlichen Mengen an Wasser gearbeitet, um mal herauszufinden, welche Helligkeitsstufen ich denn so erreichen kann. Das ist wichtig, weil ich ja ähnlich wie auch beim Malen mit Kaffee nur mit einem einzigen Farbton arbeite. Für ihre Haut brauche ich einen sehr hellen Farbton, das heißt, ich arbeite mit relativ viel Wasser und wenig Wein. Und wie ihr sehen könnt, trocknet der Wein jetzt eher bläulich-violett auf. Anders als beim ersten Swatch auf der linken Seite des kleinen Papiers, da habe ich nur mit Wein gearbeitet. Der Pinsel war auch noch nicht nass durch Wasser oder so. Und der ist nämlich eher fast noch eher pink runtergetrocknet. Während der reine Rotwein auf meinem Bild dann aber auch wieder eher blau-violett aufgetrocknet ist. Also ich bin kein Physiker, vielleicht lag es wirklich daran, dass ich beim ersten Auftrag vom ersten Swatch mit einem trockenen Pinsel und mit null Wasser gearbeitet habe. Letzten Endes bin ich aber auch ganz dankbar darum, dass ich diesen eher Pinkton jetzt nicht auf meinem Bild habe, weil ich mit nur einer Farbe arbeiten wollte und es wäre auch ein bisschen tricky gewesen, wenn die dunkelste Farbe ein wärmerer Farbton gewesen wäre, weil man sagt auch, dass die Schatten eher immer eine Nuance kühler sind.
Das heißt, es hätte auf jeden Fall falsch ausgesehen, das Bild. Was für mich aber wirklich eine Herausforderung war, ist die Tatsache, dass der Rotwein noch nass und frisch aufgetragen, doch eher rot-pink ist und dann erst so bläulich-violett auftrocknet. Das einzuschätzen war gar nicht mal so einfach, zumal er auch im getrockneten Zustand noch ein Ticken dunkler wirkt. Malen mit Rotwein hat mir wirklich Spaß gemacht. Was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, ist, dass ich die ganze Zeit so einen reduzierten Rotweingeruch in der Nase hatte. Hat mich doch mehr an Weihnachten erinnert. Und ich hätte mir gewünscht, dass er in den Tiefen noch ein bisschen dunkler wird. Ich habe das auch nochmal versucht zu swatchen und den richtig fett aufgetragen. Aber dann trocknet der sehr langsam und wird eher so klebrig und ja, ich denke mal, das ist dann der Zucker da drinnen, der ihn dann nicht mehr richtig trocknen lässt. Also muss man schon dünn arbeiten, aber dafür, dass es ja eigentlich keine Farbe ist zum Malen, war ich doch sehr zufrieden damit. Dass ich mit dem Schlepperpinsel so gut Linien mit Rotwein ziehen kann, hätte ich wirklich nicht gedacht, weil der Rotwein ja nicht so kräftig auftrocknet. Und ich dachte, ja gut, vielleicht ist die Konsistenz von dem irgendwie doch nicht so gut, dass man so feine Linien damit führen kann. Aber das hat wunderbar funktioniert, wirklich wie mit Tusche malen war das. Und wisst ihr, was schön ist? Der Rotwein hat eine Kindheitserinnerung in mein Gedächtnis gerufen. Und zwar habe ich früher mal den Garten von Mama und Oma geplündert und ein paar Blüten gesammelt. Denn ich wollte mal herausfinden, welche Blüten den Farbstoff abgeben und ob man mit denen malen könnte. Ich habe die nur mit den Fingern so zerrieben und auf Papier gedrückt. Aber da gab es halt auch eine Blume, die eher so pink-magenta war, wenn sie nass aufgetragen wurde. Und dann ist die auch so blau-violett aufgetrocknet, genau wie der Rotwein. Die Arbeit mit Rotwein hat mich doch sehr an Aquarellfarbe erinnert. Also er ist leider ja nicht so intensiv in der Farbe, wie das bei Aquarellfarben in der Regel der Fall ist. Aber ich konnte Nass-in-Nass-Techniken anwenden und ich konnte layern. Was beim Rotwein überhaupt nicht funktioniert hat, ist das Reanimieren der Farbe auf dem Papier. Das ist bei Aquarellfarbe auch nur sehr begrenzt möglich, aber man kann Verläufe schon noch ein bisschen weicher kriegen. Und beim Rotwein war da nichts zu machen. Wenn der einmal auf dem Papier getrocknet ist, dann bleibt der. Kennt man ja auch bei Rotweinflecken auf der Kleidung oder auf der Tischdecke. Bei mir ist er zum Glück nur auf dem Papier gelandet. Und erinnert ihr euch an meine weisen Worte zu Beginn des Videos, als ich sagte, der rote Stift ist vielleicht nicht die beste Wahl für dieses Bild? Ich hatte ja leider keine Ahnung, dass der Rotwein so violett auftrocknet. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einen violetten Skizzenstift genommen. Zum Schluss habe ich noch ein paar Highlights mit dem Jelly Roll Pen in Weiß von Sakura gesetzt und schaut mal auf der linken Seite, da könnt ihr jetzt diese beiden Swatches sehen.
mit denen ich mal probiert habe, wie dunkel ich werden kann, wenn ich den Rotwein richtig dick auftrage. Aber wie gesagt, das trocknet nur klebrig auf, das ist also nichts. Mein Bild an sich klebt nicht, da habe ich also dünn genug und mit genug Wasser gearbeitet. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder und ich sag wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr noch andere Ideen habt, welche Farben ich für euch testen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten dürft ihr mich gerne abonnieren, hier gibt es einmal die Woche ein neues Video rund ums Thema Kunst und Malen und klickt auch dann gleich noch auf das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und mich nicht vergesst. Und wenn euch einmal die Woche nicht reicht, schaut doch mal auf Insta vorbei, da gibt es jeden Tag ein neues Bild von mir. Ich wünsche euch eine gute Woche und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Video. Und ich sage ciao und bye.